Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier, hier auf dem Marsch. Mit dabei ist der Edler her. Hallo. Ja, der erste Raps wird nun geliefert an die Produktion. Die ersten 9 Liter Diesel sind da und 5 Liter Schweinefutter. Ja, ich muss mal ganz kurz den Kurs korrigieren. Ich habe mich ganz kurz vorhin am Zaunpfahl festgehackt. Und muss ich ein bisschen die Kurve größer machen. So. Habe ich nie sowas geahnt, dass das passiert. So, das sollte noch passen. Ja, die Wiese läuft. Und zwar super. Und alles grün, das ist sehr gut. Düngst du aktuell auf 54? Noch nicht, will ich aber gleich machen. Okay. Packt aber Pflege haben wir eigentlich, ne? Ja. Ja, wir hatten uns letzte Folge noch das Feld 41 gegönnt. Oder reif ist. Mal gucken. Ist reif. Okay. Die suchen wir mal ganz kurz. Das könnte noch eine Wachstufstufe tragen. Das ist noch nicht gewachsen. Also wie am Rand ist es besser. Das war erntereif, aber die 14 ist auch nicht weitergegangen, obwohl die 10 genauso gut aussieht. Aber da ist er, glaube ich, besser. Glaube ich. Ja, das ist hier besser. Obwohl es von der Farbe gleich aussieht. Ah, wir werden noch ein bisschen warten. Wir hätten hier mal Ballen pressen nachher und dann hier. Eben auf die 14, ob ich da aussieht. Sieht auch gut aus. Machen wir Heu. Menge 475 Liter. Also 475.000. Da haben wir auch eine Wiese im Hof. Im Hof haben wir 2 Wiesen. Da werden wir die andere Hälfte auch zu kaufen gleich. Wir haben ja schon das Feld Nummer. Also die Wiese Nummer 4 haben wir schon. Die 5 ist genau daneben, ist ein Feld drin normalerweise. Ich kaufe da mal gleich dazu. Obwohl das halt Felder markiert sind. Ja, ich meine, was soll's, ne? Später muss es eh zu verkaufen. Ja. Gut. Ob er der Rapsfahrer macht? Ist unterwegs, der Abfahrer. Schon wieder Dienstag, ne? Wie das so vergeht, die Zeit. Oh, schön, schön. Was so ein Fendt auch leistet, ne, mit 63 km/h. Hat denn Deutz überhaupt so viele Marken wie Fendt? Ne, ne? Weiß ich nicht. Ich glaube, Fendt gehört auch zu einer amerikanischen Firma, glaube ich. Als Teil davon. Oh, Gegenverkehr. Der war ohne Fahrer. Ja.
Und dann hält er hier 33 Grad. Jo. Oh. Jetzt geht's einigermaßen. Jetzt ist angenehm kühl. Innen drinnen sind jetzt bei mir 28. Aber die Luft ist trocken geworden, da geht's. Mhm. Bei uns ist es halt eklig. Mal gucken, was unsere Palettenproduktion macht. Spätestens dann, wenn wir hier was von der Mühle läuft. Ladung 6 Liter haben wir so. Strom. Hast du aktuell noch ein Windrad gebaut? Zweites? Ich habe eins gebaut. Das passt. Das wollte ich nur wissen. Ich muss eben, ja. Musste ja neu gebaut werden, sag mal so. Ja. Ich deaktiviere meine Generatoren wieder. Solange wir keine Silage haben, bringt das nichts. So. Jetzt hier ist Strom. Ah, wird der kommen. So, gucken mal. Fahrer ist angekommen im Feld. Dann wird es auch klappen. Gib mal den Tomaten Wasser. Mach das. Allrad. Kommt da nicht wieder raus. Meine Gurken und Tomaten wachsen auch gut. Subi. Die Bäume wachsen, du sagst dir, du. Vielleicht nächstes Jahr dicke Äpfel erinnern.
Also Marsch. Ich bin wieder Eier gelegt, du. Ja, ist gut so. Die Brühei. Ja. Nimmt das Milch, fast unglaublich. Für Wasser. Das geht. Beste Flusswasser. Ja. Vielleicht mit Dünger bei. Vor Gülle gefahren, ne? Mhm. Auf dem Feld. Das Fass ist ziemlich groß und schwer. Tja. Hat der LKW Probleme, trainiert durch den. Ach, das schafft er schon. So eine schöne Hecke, muss auch schneiden, ne? Aha. Ganz klar. Er ist müde, nur keine Achtung von müde. Meine Uhr ist 7:45. Also. Meine ist 8:45. Du musst du anders sehen. In Finnland ist gerade so eine lang Nächte. Also ja. Da ist kein Dunkelheit, da musst du ganz Tag wach sein. Okay. Und letzte Ding ist aber doof gebaut, du. Komm ich gleich raus. Musst du rückwärts reinfahren. Das ist nicht mein Plan. Ja. So ein langes Geschoss. Mit Beutränen rede. Hast du nichts zu tun? Doch. Die Neugierde eines Tages umbringen. Ja, nee, ich bin nicht neugierig. Ich find's nur witzig, wie du rückwärts hier reinfährst. Eben. Du kannst dir eine Aufnahme anschauen. Mach ich gerade, ja. Du hast das Wasserfass nach vorne holen müssen. Ich habe Anhänger. Mehr. Mehr Gift nicht. Unglaublich. Haben wir schon Gülle? Nö, ne? Nö. Der braucht noch eine Weile. Oh je. Ja, ein bisschen grüner wird's ja, ne? Gut, die Rapsernte läuft. So, ein Traktor für die Ballenpresse. Und da leg ich mal los.
Gibt bald Schnee. Ja. In Australien. Ja, die großen Ballen. Größer geht nicht. Ein bisschen die BGA zu tun hat nachher. Bisschen. Bisschen fürs Lager. Mal erstmal für die Kühe, ne? Jo. Wir sind fertig. Ja, ne? Ja, genau. So, lieber, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Wir sagen mal, schönen Dank, dass ihr reinschauen. Tschüss und ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. We'll be right back.